Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OrgaTV heute am 23. November. Um 18.18 Uhr live vom Universitätscampus Saarbrücken. Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet. Ja, zum einen waren wir auf der Best Purse Award Verleihung letzten Donnerstag, das war der 17. November. Genau, und dann waren wir am Mittwoch davor, am 16. November, waren wir auf dem Fakultätskarrieretag in Gebäude B41 rund um den Audimax. Ja, und letzten Donnerstagabend war es, hat die Verleihung des Best Purse Award stattgefunden. Das ist ein Award, der für die Personalarbeit von mittelständischen Unternehmen vergeben wird. Genau, es waren 34 Unternehmen, die dort teilgenommen haben. Das Ganze wird von Professor Dr. Scholz betreut, also von unserem Lehrstuhl. Und wie sah es denn aus? Ja, also das Ganze läuft folgendermaßen ab. Die Unternehmen also können sich bewerben, das ist deutschlandweit. Mhm. Die sollten Mitarbeiteranzahlen von um die 30 bis 5.000 Mitarbeiter haben. Also typisch mittelständisch. Mittelständische Unternehmen. Und diese Unternehmen können sich bewerben. Und zwar wird dann nach 10 Kategorien ausgewählt. Sie müssen 10 Kategorien ihrer Personalarbeit beschreiben. Und das natürlich dann auch belegen und das wird dann beim Lehrstuhl eingereicht und bewertet. Ja, und das geht dann nach dem Benchmark-Prinzip, also die Unternehmen werden in den Kategorien untereinander verglichen und die Besten natürlich dann aussortiert. Ja, und wer interessiert, wie die gestaffelt wurden, die Unternehmen, das kann man auf der Website www.bestearbeitgeber.de nachvollziehen. Noch sind sie, glaube ich, nicht drin, also ich habe heute Mittag noch geguckt, war 2009 das letzte, also in naher Zukunft werden bestimmt die aktuellen Unternehmen auch aufgelistet. Ja, weil das findet alle 2 Jahre statt, diese Preisverleihung. Ja, wen es vielleicht mal interessiert, also Kategorien waren zum Beispiel Personalbeschaffung, Personalentwicklung, aber auch Diversity und Familienfreundlichkeit hat alles sehr wichtige Themen, die interessant sind. Natürlich auch alle mit Personalarbeit direkt zu tun haben quasi. Grund für das Ganze ist, dass halt immer mehr der War for Talents für mittelständische Unternehmen schwieriger wird. Also qualifizierte Mitarbeiter finden, gestaltet sich halt gerade für mittelständische und kleinere Unternehmen immer schwieriger. Ja, vor allem fähige Fachkräfte, weil viele Studenten zieht es nach der Uni einfach an große Unternehmen, weil sie denken, dort ist die Chance auf eine große Karriere und die dicke Kohle, sage ich jetzt mal, ist größer. Bei einem großen Unternehmen dabei ist das natürlich totaler Schwachsinn auch, weil bei einem Mittelstand kann man genauso wachsen. Genau, die Aufstiegsmöglichkeiten, vor allen Dingen im Mittelstand, sind ja sehr gut. In großen Unternehmen, ja, da denkt man halt, das ist auch meistens, wenn man die kennt, wenn man die halt von verschiedenen Veranstaltungen kennt oder aus dem Fernsehen, aus der Zeitung, ist das halt genau das, was dem mittelständischen Unternehmen fehlt. Und genau deshalb ist dieser Best Purse Award entwickelt worden, um das halt zu honorieren. Die kriegen dann halt auch ein Zertifikat, die Unternehmen, die da erfolgreich abgeschnitten haben und können das natürlich auch kostenlos nach außen weitertragen. Auf ihrer Internetseite sich präsentieren. Das ist natürlich schon ein gutes Aushängeschild auch. Auf jeden Fall. Und ja, wir waren letzten Donnerstag dort, haben das Ganze gefilmt, haben Interviews geführt mit den Erstplatzierten und den Drittplatzierten dieses Wettbewerbs. Erstplatzierte ist übrigens die Otto Bock Healthcare GmbH. Die machen Prothesen und die hat Platz 1 belegt von den 34 Unternehmen. Also herzlichen Glückwunsch auch von uns. Ja, wir haben den Beitrag so gestaltet, dass er in 2 Teile geteilt ist, denn er ist wirklich relativ lang, ist auch ein wichtiges Thema hier, gerade für den Lehrstuhl. Und jetzt gibt es für euch Teil 1. Viel Spaß dabei. Am 17. November 2011 wurde der Best Purse Award zum 7. Mal verliehen. Und OrgaTV war für euch vor Ort. Die Awards wurden poliert. Und für die Verpflegung gesorgt. Das Ganze fand im Olympiastützpunkt Rheinland-Pfalz Saarland statt und so sahen die letzten Vorbereitungen zur Verleihung aus.
Liebe ORGA-TV-Zuschauer, neben mir steht Frau Dr. Stefanie Müller vom Institut für Managementkompetenz. Würden Sie uns einen kurzen Überblick zum Best Purse Award verschaffen? Gerne. Der Best Purse Award gibt es jetzt in der 7. Runde. Er zeichnet insbesondere mittelständische und kleinere Unternehmen dafür aus, dass sie eine gute, professionelle Personalarbeit leisten. Was erwartet uns heute bei dieser Veranstaltung? Ja, heute haben wir die große Siegerehrung des Awards. Das heißt, wir werden heute die Unternehmen kennenlernen, die wirklich top sind. Das heißt, es gibt immer einen Gesamtsieger, wer also insgesamt gewonnen hat. Und dann ist der Award danach aufgegliedert nach einzelnen Sparten der Personalarbeit. Das heißt, es gibt dann einen Sieger für die Kategorie Personalbeschaffung. Es gibt einen Sieger in der Kategorie Personalentwicklung. Und wir haben insgesamt 10 Kategorien. Und auch wenn man nicht den Gesamtsieg erreicht, ist es trotzdem gerade für ein Unternehmen immer wieder schön, dass sie auch solche kleineren Preise für die einzelnen Sparten gewinnen können. Eine kurze Frage habe ich noch, und zwar, gibt es einen Hintergrund für die Würfelform des Awards? Nein, die gibt es eigentlich nicht. Würfel, haben wir gedacht, ist vielleicht eine ganz schöne Idee. Das hat noch nicht jeder. Jeder Award sieht ja anders aus, und Würfel ist uns bis dato noch nicht in der Form untergekommen, und insofern fiel irgendwann die Wahl auf den Würfel. Dann wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß. Danke. Und wir freuen uns alle drauf. Ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie hier sind. Und außer, dass Sie hier ein anderes Gesicht sehen, das Sie vielleicht aus Siegen schon kennen, wir haben es ja einmal bei mir in Siegen machen können, ändert sich nichts, der Rest bleibt, wie es ist. Sie sehen unser Programm für heute, wie es traditionell bei uns üblich ist, die 7. Verleihung des Best Purse Awards seit 2003. Es ist inzwischen ein renommierter Preis, denn es wird immer im Vergleich solcher Preise auf den Best Purse Award hingewiesen, sei es im Spiegel, sei es in der Süddeutschen Zeitung oder sonstigen Publikationen, auch natürlich in der Fachpresse des Personalmanagements. Und man weiß durchaus, dass es ein renommierter Preis ist, der ein Qualitätspreis ist. Dieser tollen Dokumentation gibt es später in der Sendung. Jetzt kommen wir zum Fakultätskarrieretag. Der fand letzte Woche am Mittwoch statt. Und dieses Jahr wurde er von MyJobFair veranstaltet. Es waren mehr als doppelt so viele Unternehmen da. Wie letztes Jahr? Letztes Jahr war ich dort. Da waren noch nicht so viele. Da war nur die eine Seite vom Gebäude B41 mit Messeständen voll. Aber dieses Jahr mussten es ja wirklich 43 Unternehmen müssen teilgenommen haben. Also dieses Jahr war auf beiden Seiten um den Audimax waren Stände aufgebaut und Unternehmen, die sich vorgestellt haben. Ist auch immer ganz lukrativ für Studenten, denn da gibt es nicht nur Praktikumsplätze oder gute Kontakte, sondern eben auch Dauerschreiber und Gummibärchen, alles was da sehr. Dieses Jahr gab es sogar Schnaps, also es war schon krass. Also ich meine, um 11:30 muss man nicht unbedingt Schnaps anbieten, oder? Es war aber ganz interessant. Es waren vor allen Dingen große Unternehmen, namhafte Unternehmen wie PwC, Ernst & Young. Es waren aber auch Bosch da oder auch Supermarktketten wie Globus und Lidl. Mhm. Also alles große, interessante Firmen. Also die Resonanz der Unternehmen war durchweg positiv, soweit ich gehört habe, was sie gesagt haben. Sie haben gemeint, die Studenten dürfen ruhig offensiver auf sie zugehen. Weil die meisten trauen sich nicht. Ja, haben sich ein bisschen bemangelt, dass halt die Studenten oft nur so ein bisschen hin und her gucken. Also die sind auch immer gern, wenn sie ins Gespräch verwickelt werden, das sehen sie eigentlich auch immer gern. Und die Unternehmen kommen auch denen mit der Erwartung, dass sie für Studenten Praktikumsplätze haben und dass sie sowas anbieten wollen. Genau, und das für Studenten ist natürlich auch interessant, um vielleicht eine studentische Nebentätigkeit zu finden oder auch einen Praktikumsplatz sicherzustellen oder vielleicht auch eine Abschlussarbeit in einem externen Unternehmen zu schreiben. Das gestaltet sich ja auch interessant, das wird ja auch angeboten, dass man also nicht an einem Lehrstuhl seine Bachelor- oder Masterarbeit schreibt, sondern halt in einem externen Unternehmen dort forscht. Also beide Seiten gewinnen bei diesem Fakultätskarrieretag, denn die Unternehmen können da gezielt ihre Fachkräfte aus einem Pool suchen und die Studenten erfahren mehr über ein Unternehmen und sehen auch gleich, ob es passt oder nicht. Zum Beispiel bieten auch viele Unternehmen an, zum Beispiel Mentorenprogramme, von denen ich vorher noch nichts gehört habe, oder Bosch hat da auch so ein Masterprogramm, wo der Master begleitet wird vom Unternehmen, was super vorteilhaft ist. Auch der finanzielle Aspekt ist ja natürlich ein Riesenvorteil. Das stimmt. Ja, und dieses ganze Programm, da gab es dann noch ein Rahmenprogramm mit Fachvorträgen oder auch Bewerbungscoachings. Also da wurde einiges geboten für Studenten, gerade wenn man in der Phase ist, in der man sich jetzt bewerben will, für uns auch
eigentlich interessant im fünften Semester, wenn man nicht weitermachen will, weil dieser Fakultätskarrieretag sehr interessant. Das war der zweite dieser Art, also wie gesagt, letztes Jahr gab es den schon im November. An einigen Unis in Deutschland wird er auch angeboten. Also ja, ich glaube, so ziemlich an jeder großen Hochschule wird er angeboten. Das ist ja, wie gesagt, auch super für die Unternehmen, bietet eine super Plattform, um sich vorzustellen. Klar, für die Personalakquisition ist das auf jeden Fall interessant. Ja, und wir von OrgaTV waren auch live vor Ort und haben euch das mal ein bisschen zusammengestellt. Viel Spaß beim Schauen. Guten Tag, liebe OrgaTV-Zuschauer. Ich stehe hier mit Herr Krug, der ist von MyJobFair und veranstaltet den Fakultätskarrieretag. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Zum wievielten Mal wird denn der Fakultätskarrieretag veranstaltet? Also das zweite Mal, dass das jetzt stattfindet, im letzten Jahr und zur gleichen Zeit jetzt im Folgejahr nochmal. Was können sich denn Studenten davon erhoffen? Also grundsätzlich ist es einfach eine Plattform, frühzeitig Kontakte aufzubauen. Ja? Also wir haben die Option, direkte Karrieregespräche zu führen, aber man kann auch einfach mal vorbeigehen und sich mal so grundsätzlich informieren. Also es kann ja auch eine ganz entspannte Form des Gesprächs, Kennenlernens eigentlich sein. Ja? Okay, also nicht nur was für Absolventen, sondern auch für Studenten im dritten Semester beispielsweise. Absolut. Also es ist auch ganz klares Ziel der Veranstaltung. Es geht hier auch gerade ums Thema Praktika, studentische Nebentätigkeiten, natürlich so Vorbereitungsthemen wie jetzt für Juristen wie eine Wahlstation. Aber es geht auf jeden Fall nicht nur um Festanstellungen. Ja. Dankeschön. Bei mir ist jetzt der Herr Waller. Und von welchem Unternehmen sind Sie genau? Von der Robert Bosch GmbH. Und Sie haben hier den Stand zum ersten oder zum zweiten Mal? Wir haben zum ersten Mal hier einen Stand und das ist der Stand von Robert Bosch GmbH und der Bosch Rexroth AG. Was erhoffen Sie sich denn von dem Fakultätskarrieretag? Wir wollen natürlich kennenlernen, die Studenten der HTW und der Universität, und erhoffen uns Personen für Praktika, für Direkteinstiege, für unser Pre-Master-Programm und für unser Trainee-Programm. Pre-Master sagt mir jetzt nichts, wahrscheinlich sagt das einigen Studenten auch nichts. Was genau ist das denn? Das Pre-Master-Programm ist ein Einstieg für Bachelor-Absolventen. Das gibt die Möglichkeit, ein Jahr im Unternehmen zu arbeiten. Sie werden dort auch voll bezahlt, haben die Möglichkeit, in verschiedenen Positionen zu arbeiten und viele Erfahrungen zu sammeln und im Anschluss daran in einem ein Master zu erwerben, wobei sie dann die Möglichkeit bekommen, bei Bosch weiterhin im Unternehmen zu arbeiten als Werkstudent im Rahmen und dann weiterhin bezahlt werden und damit ihren Master auch finanzieren können. Jetzt noch eine kurze Frage, und zwar: Eigentlich ist der Bosch eher ein Betrieb, der sich eher an Ingenieure richtet. Haben Sie auch was von Betriebswirten oder Juristen? Wir haben in Homburg speziell, gibt es kein Marketing und keine Rechtsabteilung. Allerdings suchen wir Betriebswirte im Bereich Controlling, im Bereich Einkauf. Wir suchen für die Personalabteilung und wir suchen auch im Bereich Logistik. Wir haben sogar internationale Gäste hier beim Fakultätskarrieretag und ich habe hier zwei Jurastudenten. War es denn erfolgreich für dich? Ich glaube, war schon erfolgreich, aber ich bin nur eben hier gekommen und ich bin noch am Zusehen und neue Dinge zu erfahren. Und ja, ich hoffe, ich finde halt etwas Gutes für die Zukunft. Welche Unternehmen interessieren dich besonders, die hier sind? Also ich weiß noch nicht, ich schaue mir nur noch um und wenn ich was Interessantes finde, dann halt frage ich noch nach. Alles klar, dann wünschen wir dir noch viel Spaß dabei und einen schönen Tag. So, bei mir ist jetzt die Frau. Mahdi. Und von was genau sind Sie? Von dem Verband die Führungskräfte. Okay, ich kann mir jetzt leider dann nichts darunter vorstellen, wie bestimmt andere Studenten auch nicht. Was genau ist das denn? Also das ist ein Verband, eine Organisation und ist gerade dafür da, um ein Netzwerk zu schaffen und Erfahrungen auszutauschen, aber auch einen juristischen Service zu bieten im Arbeitsrecht. Eine Frage ist, richtet sich das speziell an Studiumsabsolventen oder kann da auch sich jeder anmelden? Also ist das frei? Sowohl als auch. Also wir haben eine eigene Gruppe für die Young Leaders und das geht bis 40 Jahre und ansonsten ist es für jeden zugänglich. Bei mir ist jetzt der Herr Stefan Schmitz. Und Sie sind von? Alter Domus Luxemburg. Was genau ist Alter Domus Luxemburg? Vielmehr gefragt, wer ist Alter Domus Luxemburg? Wir sind ein Servicedienstleister für Investmentgesellschaften. Das ist ein Geschäftszweig, der hier in Deutschland relativ wenig bekannt ist. Wir bieten Servicedienstleistungen für Private Equity oder auch Real Estate Investoren an, die in ihren Strukturen, in ihren Investmentstrukturen Gesellschaften in Luxemburg haben. Haben Sie sich den Standort Saarbrücken speziell jetzt ausgesucht zu
wegen der Nähe zu Luxemburg oder sind Sie auch an anderen Universitäten vertreten? Also für uns gilt das Prinzip, dass wir alle benachbarten Universitäten in Deutschland, Frankreich und Belgien aufsuchen, ob das jetzt Lüttich ist, ob das Metz ist, ob das Trier oder Saarbrücken ist. Wir wollen, da wir halt auch in Deutschland oder auch in den anderen Anrainerstaaten nicht so bekannt sind, bekannter werden. Es müssen einfach zu dem Punkt kommen, dass die Studenten mit dem Namen etwas verbinden können, auch wenn das Geschäftsmodell in Deutschland nicht existiert, weil wir sind auf Expansionskurs, wir suchen dringend Mitarbeiter und die Konkurrenz ist halt da und wir müssen uns als, selbst mit 450 Mitarbeitern in Luxemburg hier auch erstmal vor Ort bekannter machen, dass wir dann auch, sag ich mal, mehr spontane Bewerbungen erhalten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg heute. Ja, Dankeschön. So, bei mir ist jetzt die Frau. Amela Vella. Und der Herr? Uwe Schäufele. Gut, und ihr seid von Vivis United. Was genau ist das denn? Denn ich denke, vielen Studenten ist das noch nicht so geläufig. Ihr könnt euch das einfach mal vorstellen. Genau. Also Vivis United ist eine Vereinigung der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaftler, Studenten wie auch Forscher sowie der Alumni. Wie werde ich da Mitglied? Ganz einfach bei uns auf die Homepage gehen und dort einen Mitgliedsantrag ausfüllen. Wir nehmen für Studenten 10 Euro und für Leute, die im Job sind, 30 Euro pro Jahr. Was kann ich mir denn erhoffen von der Mitgliedschaft? Ja, also wir haben ganz viele verschiedene Vorteile, Netzwerken natürlich. Also wir haben ganz interessante Mitglieder in unserem Netzwerk. Und da kann man zum Beispiel den Professor Dr. Bofinger nennen, der jetzt den Wirtschaftsweisen in Deutschland zählt. Und wir haben jetzt auch ein ganz tolles neues Mentoring-Programm gestartet. Da kann man sich auch noch bewerben bis zum 29.11., soweit ich informiert bin. Und da kann man also einen Mentor finden, der einen begleitet, schon während dem Studium, 18 Monate beispielsweise, und begleitet einen mit Tipps und Hinweisen für den Beruf. Erleichtert vielleicht auch den Berufseinstieg. Das sind Leistungen, die wir beispielsweise anbieten. Ja, definitiv. Wie viele Mitglieder zählt denn der Verein bisher ungefähr? Ja, heute haben wir noch mal einige dazu gewonnen hier an dem heutigen Tag. Circa 250 Mitglieder, die von heute noch nicht mit dazu gerechnet. Und wir wollen da auch stark wachsen. Da meldet euch an bei vivisunited.de. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Was es auch noch vorzustellen gibt, ist der Deutschlands größte Jobmesse. Ich halte es mal hier in die Kamera. Genau, die findet am 30. November und am 1. Dezember in Köln statt. Bei dieser Messe sind 250 Unternehmen, die ausstellen und ja, auch Praktikanten suchen oder auch Mitarbeiter. Gesucht sind, ja, also teilnehmen können alle Hochschul- und Fachhochschulabsolventen, Young Professionals oder auch Studierende, die noch im Studium sind, ab dem 3. Semester. Ja, und dort stellen 250 Unternehmen aus und es gibt insgesamt 25.000 Stellen zu besetzen, ob es jetzt Praktika sind oder auch wirklich, wirklich längerfristige Arbeitsplätze. Vielen Dank für die Info. Ja. Beim Fakultätskarrieretag haben sich nicht nur Unternehmen vorgestellt, wie jetzt hier bei dieser Jobbörse, sondern es waren auch studentische Vereine da, also Universitätsvereinigungen, zum Beispiel Vivis United war auch vor Ort, wie Sie bereits im Bericht gesehen haben, sehr interessante Gruppierung, denn da gibt es auch jetzt dieses Mentorenprogramm, haben Sie auch vorgestellt. Man kann sich noch bewerben bis zum 30.11., im Beitrag wurde nur 25.11. genannt, aber allerdings bis zum 30.11., denn Sie haben irgendwie technische Probleme gehabt und deswegen wurde die Frist verlängert. Also kleiner Tipp, bewerbt euch da, es lohnt sich. Ja, was ich heute Morgen in der Zeitung gefunden habe, in der Saarbrücker Zeitung, ist ein kleiner Ausschnitt über den Börsenführerschein, Genau. Wo wir jetzt gerade bei den Hochschulgruppen sind. Der findet heute Abend statt. Die Bude wird voll sein, was ich so gehört habe. Also hab 500 Leute. Ich habe mit dem Florian Lang geredet. Der hat gemeint, es sind 540 Anmeldungen. Sind es, glaube ich, letztes Jahr habe ich es gemacht und Sie jetzt auch gemacht. Da waren es 200 Anmeldungen und der Saal war schon proppevoll. Also bin ich mal gespannt, wie das heute Abend die Hölle aussieht. Los. Aber wir sind auch vor Ort und werden für euch berichten über nächste Woche. Genau, findet ja an zwei Terminen statt. Jetzt heute Abend am 23. und dann nächste Woche am 30. nochmal. Und wir werden an beiden Terminen da sein und filmen und euch dann die Impressionen
übernächste Woche zeigen. Genau, welcher Verein auch vertreten war, war das Zentrum für Schlüsselkompetenzen. Auch immer sehr dankbar für Betriebswirte, denn da können Sie immer 3 Credit Points erlangen. Außerdem ist es auch Pflicht, 2 Schlüsselkompetenzen zu machen und auch sehr ratsam, denn man erhält viele Nebenqualifikationen und Referenzen, die auch für die spätere Bewerbung wichtig sind. Ja, oftmals gibt es ja auch dann Zertifikate dafür, das ist natürlich auch immer ganz interessant. Auch übrigens für den Börsenführerschein heute Abend, dafür gibt es auch ein Zertifikat. Ja, das sieht immer ganz gut aus, wenn man das der Bewerbung beilegt. Ja. Wir haben da auch noch 2 Events rausgesucht, die ganz lehrreich sind. Ja, zum einen, das fanden wir ganz interessant, das nennt man Bühnenreif. Findet ihr in diesem wunderschönen Heftchen, was überall an der Uni ausliegt, Career Service. Die Schlüsselkompetenz Bühnenreif befasst sich damit, das ist ein Workshop, in dem es vor allen Dingen um Schauspiel geht. Also ihr werdet da lernen, wie stelle ich mich da, was denken andere von mir, von meiner Körpersprache, von meiner Ausstrahlung, wie kann ich das optimieren. Also man lernt viel über Mimik, Gestik und auch die Sprache. Und das ist, denke ich, ganz interessant, auch gerade für Bewerbungsgespräche, wenn man die führen muss. Wie man da agiert und wie das am besten rüberkommt. Also die Improvisation brauchen wir nicht mehr zu lernen. Die haben die wir jetzt haben bereits nach unserer Sendung durch die ORKTV-Erfahrung. Profis, was das Improvisieren angeht. Ja, also genau. Wirklich, da ist paar Improvisation, ist alles in diesem Workshop. Und, man wo kann genau melde ich mich da an? Anmelden. Am besten gebt ihr in einer Suchmaschine eurer Wahl Schlüsselkompetenzen Uni Saarland ein. Dann werdet ihr direkt auf die Seite verlinkt. Und dort findet ihr ein Anmeldeformular. Dieser Workshop geht von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends und soweit ich das mitgekriegt habe, bekommen Bachelorstudenten, also gerade BWL-Studenten, die Bachelor studieren, 3 Credit Points dafür. Also es wird sich dann doch schon lohnen. Einen weiteren interessanten Workshop habe ich hier für euch, der nennt sich Business Behavior, also zu Deutsch Geschäftsverhalten. Und zwar geht es darum, dass hier interkulturelle Umgangsformen geschult werden. Das Geschäftsessen, also quasi das Knicke, wird beigebracht und souveräne Gesprächsführung werden beigebracht. Stattfinden tut das am 27. November im Casino-Restaurant am Staden, also ein sehr etablierter und elitärer Restaurantumfeld. Also quasi das richtige Umfeld, um diese Sachen zu lernen. Veranstaltet wird das von der KWT, gesponsert wird es ebenfalls von der Bank 1 Saar. Und anmelden kann man sich unter www.uni-saarland-kwt-veranstaltungen. Aber am besten auch wieder in die Suchmaschine eurer Wahl eingeben, ohne jetzt hier irgendwelche Namen zu nennen. Los geht's ab 18 Uhr. Kleiner Knackpunkt der Veranstaltung ist, dass Kostenpunkt beträgt 30 Euro für Studenten, für Nichtstudenten 60 Euro. Also doch ein Beitrag, der vielleicht für den einen oder anderen Studenten nicht allzu einfach ist. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich mehrere Gänge dann geben, deshalb ist es wahrscheinlich so teuer. Also wird man dann auch genau, von der Vorspeise. Genau, das ist ein Komplettmenü, aber ist auf jeden Fall auch, denke ich, delikat. Und die 30 Euro lohnen sich, also sind auf keinen Fall verschenkt. Es wird, denke ich, auch ganz lustig, wenn da einige beisammen sind und dann beigebracht bekommen, wie sie sich zu benehmen haben. Das kann, glaube ich, doch ganz amüsant enden. Ja, also wenn man in der Mensa manchmal rechts und links schaut, denkt man, das ist ein anderes hilfreich. Thema. Nee, Quatsch. Wir haben ja noch den zweiten Teil von unserem Best Purse Award, wie wir euch versprochen haben. Und ja, den schauen zeigen wir uns jetzt euch an. Jetzt. Ja, viel Spaß dabei. Ja. Sieger ist Roland Henn von Otto Bock. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier Herr Roland Hin von Otto Bock Healthcare GmbH. Beschreiben Sie uns bitte kurz Ihr Unternehmen. Otto Bock Healthcare ist der Weltmarktführer und auch Technologieführer in einem Bereich der Orthesen- und Prothesentechnik, nämlich insbesondere für Hightech-Produkte, aber auch in die Zukunft schauen, mehr und mehr in dem Markt für Basics und im Massenmarkt zu Hause und das weltweit und global. Schön. Was ist Ihr Erfolgsrezept, welches Ihnen heute zum ersten Platz verholfen hat? Ja, sicherlich hatte ich die große Chance und den Vorteil,
vor etwas mehr als 3 Jahren fast bei Null beginnen zu können. Es gab natürlich etwas, aber ich hatte die Möglichkeit aufzubauen, viele Sachen selber neu entscheiden zu können. Ein Kollegium in der Geschäftsführung, die sehr, sehr unterstützend waren, ein Eigentümer, der das gefordert hat. Und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das Wissen, dass wir hier im Mittelstand sind. Ich komme ursprünglich aus Großunternehmen. Und im Mittelstand muss man pragmatisch sein, schnell sein, die Freiräume nutzen und vor allen Dingen wissen, dass man mit 80% viel, viel mehr erreichen kann, als immer die 100% anzustreben. Okay, noch eine letzte Frage. Da die meisten Zuschauer Studenten sind, würde uns natürlich interessieren zu wissen, was müssen Studenten später vorweisen, um bei Ihnen im Unternehmen als Mitarbeiter eingestellt zu werden? Ja, es ist sicherlich sehr abhängig von der Position und von der Aufgabe. Dennoch, glaube ich, kann man allgemein sagen, wir interessieren uns durchaus für die Studienergebnisse. Wir brauchen nicht immer die besten Noten, aber es sollte schon sichtbar sein, dass jemand engagiert war, jemand sich für sein Studium eingesetzt hat. Wir mögen außeruniversitäres Engagement. Insbesondere das Thema Ausland ist bei uns immer wichtiger. Praktika im Ausland, Berufserfahrung im Ausland. Und dann, glaube ich, kommt man schon ganz, ganz schnell zusammen und anschließend ist die Persönlichkeit wichtig, passend zu unserer Kultur, zu unserem Leistungsgedanken, aber auch, wir sind ein Familienunternehmen, den Familiengedanken weiterlebend. Dankeschön, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank, es war mir eine Freude. Und hier haben wir Herr Kerl von Union Asset Management Holding AG. Orga TV gratuliert Ihnen zum 3. Platz. Herzlichen Dank. Würden Sie uns Ihr Unternehmen kurz beschreiben? Ja, wir sind Union Investment, das ist die Fondsgesellschaft der Raiffeisen und Volksbanken in Deutschland. Wir haben ein Volumen an Assets under Management von ca. 175 Milliarden Euro, also Gelder, die wir für unsere Anleger verwalten und haben in Deutschland und insgesamt in Europa ca. 2300 Mitarbeiter. Dankeschön. Auf welche Merkmale achten Sie, sozusagen Persönlichkeitsmerkmale, bei der Einstellung von neuen Mitarbeitern? Ja, wir suchen Mitarbeiter, die zu uns passen. Das bedeutet, dass wir an den Hochschulen unterwegs sind und Studenten ansprechen oder Hochschulabsolventen ansprechen, die Interesse an Kapitalmärkten mitbringen, die natürlich von der Einstellung her keine Spieler sind, sondern sehr verantwortungsvoll auch bei uns arbeiten können. Denn Sie können sich vorstellen, wenn es um Umgang mit großen Vermögen und Kundengeldern geht, dann lässt man da nicht jeden ran. Und deswegen ist uns dieses Verantwortungsbewusstsein sehr, sehr wichtig. Daneben natürlich Fachlichkeit muss auch stimmen. Also das heißt, der Ausdruck in Noten und so weiter, das wird natürlich von uns auch geprüft und vorausgesetzt. Dann bedanken wir uns für das Interview und viel Spaß noch in Saarbrücken heute Abend. Herzlichen Dank. Tschüss. So, für alle verschlafenen BWL-Studenten hier nochmal die Erinnerung. Bis am Freitag könnt ihr euch noch für die Klausuren anmelden. Ganz wichtig, weil danach geht es wirklich nicht mehr. Hast du dich denn schon für die Klausuren angemeldet? Ich bin schon angemeldet. Also ich hoffe es. Ich gucke nochmal vorsichtshalber nach. Man weiß ja nie so beim Prüfungsamt. Ja, abmelden kann man sich ja noch länger. Das geht ja noch bis 27. Januar, glaube ich. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Also die Angabe ohne Gewähr. Ja. Aber angemeldet hast du dich. Angemeldet. Was denn so? Oje, Controlling, Investitionen, Entscheidungen, Informationen, Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie und Wirtschaftspolitik. Okay, das ist einiges. Kommt einiges auf mich zu. Und für das Multimedia-Praktikum auch. Und für das Multimedia-Praktikum hier am Lehrstuhl natürlich auch. Ja, das ist voller Zeitplan. Hast du auch so viele? Nicht ganz so viele, bei mir sind es nur 5. Aber die meisten, wie du auch. Ja. Genau. Dann zu den Anmerkungen für nächste Woche. Was haben wir auf dem Plan stehen? Ja, der Weihnachtsmarkt eröffnet morgen am 24. In Saarbrücken. Also das Christkind hängt jetzt auch schon länger oben, also beziehungsweise der Wagen. Es hängt schon länger. Und am Sonntag ist verkaufsoffener Sonntag. Da also kann man vielleicht die letzten alle Weihnachtsgeschenke oder die ersten Weihnachtsgeschenke wohl eher kaufen. Genau. Und dann haben wir noch die wilde Katze, die stattfindet am Samstag, dem, was haben wir am Samstag? 26. Oh, ja, 26.11. Ab 11 Uhr. Karten kosten 11 Euro, gibt es an der Abendkasse, aber es lohnt sich, die 11 Euro. Sind schon mal ein cooles Event, genau. Ja. Ja, und dann haben wir für euch noch, was hatten wir noch aufgeschrieben? Ah, genau, der Christkindlmarkt findet dann auch gleichzeitig statt. Der ist am 25. und 26. Und die Nico-Fete nicht vergessen. Die Early Snoop-Tickets gibt es noch bis zum 27. zu kaufen.
Also müsst ihr euch ranhalten in der Mensa oder am Audimax von 12 bis 14 Uhr. Genau, oder bei SR am Markt. Die Karten gibt es zwar danach immer noch im Vorverkauf, aber sind, dann aber sind halt 1,50 Euro teurer. Ja, wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis Wiedersehen. Dann. Ciao. Tschüss.